So, weiter geht's mit Börse Live. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen auch Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. Damit schönen guten Morgen nach Frankfurt. Robert, wir haben ein langes Osterwochenende hinter uns. Was haben die Anleger, was hat der DAX jetzt über die Feiertage gemacht? Jetzt haben wir neue Kraft geschöpft oder wird das eher eine ruhige Woche? Was denken Sie? Guten Morgen, Herr Kollenbach. Andreas, ich glaube, es wird eine eher ruhige Woche werden. Wir haben nicht sehr viele Daten diese Woche. Ist eine verkürzte Handelswoche, definitiv. Aber wenn du schon die ruhigen Ostertage ansprichst, dann weiß man ganz genau, die Arbeitsmarktzahlen waren nicht gut, wie die letzten Konjunkturdaten der USA nicht wirklich gut waren. Das heißt, die Zinserhöhung der USA wird weiter auf sich warten lassen. Ich denke, ein guter Zeitpunkt wäre mittlerweile September, also nach der Sommerpause, weil Amerika eben jetzt auch sicher gehen möchte, dass man in einer Konjunktur, die zwar nicht schlecht läuft, definitiv nicht, aber wo man auch diese Überhitzung überhaupt nicht hat, nicht frühzeitig die Zinsen erhöhen sollte. Das heißt, das, was die Amerikaner gestern schon gemacht haben, sind ja vor uns eingestiegen in diese Nach-Osterwoche, ist im Prinzip genau der richtige oder der Fahrplan für die nächsten Tage. Zinserhöhung der Amerikaner kommt später, also weiter viel billiges Geld und das geht in den Aktienmarkt. Ja, aber die Mutter aller Schlachten der Notenbank, das ist nun mal die FED, das muss sie auch bleiben in den nächsten 20, 30 Jahren. Wenn die eben dann andeutet, dass sie eher Piano macht, was Zinserhöhung angeht, dann ist das auch für uns in Europa natürlich ein Elixier. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass der Euro dann etwas stärker wird, was die Exportindustrie jetzt nicht freuen wird. Aber ich glaube, der deutlich überlappende Effekt, der überkompensierende Effekt ist sicherlich, dass das Geld in Amerika auch billig bleibt. Und das ist dann auch um den Globus herum, around the globe, kann man sagen, ist die Zinspolitik nach wie vor, die Geldpolitik nach wie vor sehr üppig, kann zwinkern, kann zwacken, kann zwicken. Also von daher kann man sagen, ja, die Liquiditätshorst ist weiter da. Was passiert jetzt mit Griechenland? Wie wird die Börse damit umgehen? Wir hatten jetzt gehört, übers Wochenende hat Tsipras gesprochen mit der Frau Lagarde, also einer seiner Geldgeberinnen, und hat ihr versprochen, sie kriegen ihr Geld. Und jetzt steht er schon wieder vor dem Flieger und fliegt nach Moskau. Will er sich dort das Geld holen? Ja, die 450 Millionen, die an IWF zahlt, das ist kein großes Geld, auch für Griechenland kein großes Geld. Das kann man zusammenkratzen. Jeder Staat hat natürlich seine geheime Kasse, wo man dann in die Rentenkassen greifen kann. Das ist kein großes Thema. Der April-Scherz geht natürlich weiter. Und es ist die Frage an Frau Merkel, an die Eurogruppe, will man sich weiter vorführen lassen oder sagt man endlich, jetzt reicht es mal. Wenn der gute Herr Tsipras, wenn er nach Moskau fährt, dann sagt, naja, zur Not gehe ich halt fremd, kommt das Geld eben dann aus Russland und dann soll er das eben tun. Dann kann man mal sehen, wie stark der Humanismus von Putin ist, ja, wenn er in Griechenland auch mal Fuß fassen sollte. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran. Es gibt ganz klare Botschaften. Griechenland ist pleite und wenn man pleite ist, kann man eben nicht in der Champions League mitspielen. So ist es nun mal. Und für alle Beteiligten ist in Abwägung aller Vor- und Nachteile eines griechischen Austritts oder eines Verbleibs klar, wenn sie rausgehen sollte, gewinnen alle im Durchschnitt. Das wird kein Kinderspiel, das haben wir oft genug besprochen, aber ich sehe da überhaupt keine andere Möglichkeit. Als anderes Wahnsinn. Die Eurogruppe macht hier Wahnsinn. Sie macht keine vernünftige Politik. Das kann man auch dann nicht verstehen, wenn man über Ostern zu viel Eierlikör getrunken hat. Aber ein ganz anderes Thema könnte ja auch dort besprochen werden, nämlich die Sanktionen der EU gegen Russland. Die könnte man ja bilateral, das könnte ja eine Mission sein, die er sich gegeben hat, mit Moskau wieder aufheben. Man sagt hier, keine Ahnung, griechische Erdbeeren dürfen dann doch wieder nach Russland geliefert werden. Das wäre doch aus seiner Sicht ein äußerst cleverer Schachzug. Herr Tsipras wird auf der Klaviatur spielen, natürlich. Er wird jetzt natürlich der Bismarck der Griechen sein, nach dem Motto, ich versuche die Wogen zu glätten mit Russland im eigennützigen Interesse. Aber das geht eben nicht. Man kann nicht sagen, das kleinste Land der Eurozone von der Wirtschaftskraft fast ist dafür auserkoren, mit den Russen zu sprechen. Das schafft Frau Merkel schon ganz alleine. Dafür braucht man Griechenland eben nicht. Aber wenn noch einmal, wenn Tsipras meint, er müsste jetzt hier die Phalanx verlassen, die Familie beschmutzen, ich spreche bewusst von verschmutzen, dann muss er es eben tun. Das ist dann für mich dann auch ein Grund zu sagen, na ja, geht einfach. Aber verständlich wäre das schon, denn Russland ist für Griechenland der wichtigste Handelspartner noch vor Deutschland.
ja, es sind auch beides orthodoxe Länder, auch vom Glauben her. Da kann man schon Gemeinsamkeiten ausarbeiten. Und grundsätzlich habe ich nichts dagegen, dass man sagt, wir versuchen mit den Russen irgendwie wieder ins Geschäft zu kommen. Aber wir wissen ganz genau, Herr Tsipras hat natürlich eigennützige Interessen. Und Erpressungsversuche der Eurogruppe, dass man sagt, naja, wenn ihr nicht wollt, dann gehen wir halt fremd, gehen wir Richtung Moskau. Das würde ich mir überhaupt nicht bieten lassen. Ich bin mir sicher, noch einmal, wenn die Griechen rausgehen, wird es auch für viele andere Länder, für die Spanier oder für die Franzosen ein Denkzettel sein, dass man nicht hier machen kann, was man machen möchte. Es gibt Regeln einzuhalten, das kennt jeder, der Monopoly spielt oder Skat spielt oder Poker spielt. Und hier muss man auch sagen, ihr Griechen, haltet gefälligst diese Regeln ein. Und wenn ihr weiter meint mit eurem Katz-und-Maus-Spiel, ja, mit dieser Strategie, wir zahlen nicht. Am liebsten, wenn wir zahlen, mit deutschen Reparationsforderungen, das ist einfach lächerlich, was hier mittlerweile läuft. Und ich muss einfach sagen, ich bin Rheinländer, ich lache gerne, aber mittlerweile ist es wirklich sehr mühselig. Und dann wird es ziemlich kritisch, wenn Robert Halver nicht mehr lachen kann. Genau. Können wir über Goldpreis, Ölpreis, Euro ein bisschen lachen? Ja, der Euro wird stärker. Das ist sicherlich auf der einen Seite dann positiv, wenn man sagt, wir haben eine starke Währung wieder. Die Rohstoffe werden etwas günstiger, weil ja auch der Rohölpreis etwas angestiegen ist. Aber ich glaube, der Euro wird dann doch im Laufe des Jahres zur Schwäche neigen und der Ölpreis kommt nicht wirklich ins Laufen. Der Iran wird demnächst wieder fördern dürfen, auch für den Weltmarkt. Das drückt den Ölpreis sicherlich weiterhin. Also ich habe keine große Angst, dass außerhalb von Schwankungen der Ölpreis massiv nach oben geht. Das glaube ich überhaupt nicht. Der Markt, wir hatten es eingangs gesagt, wird relativ ruhig jetzt in diese nachösterliche Woche reinstarten. Aber wir sind ja am Beginn des zweiten Quartals. Das erste war ja sensationell, 22% im Plus. Und jeder sagt, das kann ja nicht so weitergehen. Kann es vielleicht doch? Nein, ich glaube, so wird es nicht weitergehen. Ich bin überhaupt nicht pessimistisch, aber ich denke, jetzt im zweiten Quartal wird der Markt ab und zu ein paar Gewinne mitnehmen. Wenn die Berichtssaison in den USA etwas schwächer laufen sollte, weil man darauf verweist, dass der Dollar ja grundsätzlich zu stark ist, dann wird man den einen oder anderen sagen, dann lassen wir halt mal ein paar Gewinne mitgehen. Die Vermögensverwalter, die jetzt auf dicken Gewinnen sitzen, werden natürlich auch gerne ihren Kunden sagen, wir haben hier auch mal Gewinne mitgenommen. Aber ich glaube schon, wenn wir deutlicher fallen sollten, dann muss man wieder kaufen, weil an diesem Szenario von billigem Geld, von einer Beschleunigung der Weltkonjunktur, von einem Ölpreis, der weiterhin zur Schwäche neigt, wird der Aktienmarkt weiter profitieren. Und das sattsam bekannte Thema, was langweilig ist, der Anlagernotstand, der ist ja nach wie vor da. Es ist nicht so, dass wir auf einmal eine Quelle des Humors gefunden haben in Form von Staatspapieren. Die werden weiterhin auch zur Schwäche neigen, was die Renditen angeht. Das heißt, der Aktienmarkt bleibt interessant. Und wenn es wirklich mal Richtung 11 gehen sollte, 11,5 Richtung 11, kaufe ich natürlich wieder, weil ich sehe nach wie vor keine Alternativen. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. Dankeschön, Robert, nach Frankfurt. Bitte sehr.